I shall not repeat Emir's mistakes. John Kveit. The gate must be secure. Der ungesehene Älteste. Ja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent Ranked. Wir spielen Monster Deck. Monster Absorb Deck mal wieder. Okay. Klassik halt. Arrakas wollen wir nicht, ja, die sind ganz gut. Ich überlege gerade, ob wir den Frightener brauchen. Aber den würde ich ganz gerne auf der Hand behalten. Dredge können wir auch auf der Hand. Gegen was haben wir nochmal gespielt? John Cavalt. John Cavalt, genau. Dann würde ich mal Regis ganz gerne behalten. Gravehack, weiß ich gar nicht, ob wir die wollen zum Start. Die wäre zum Ende hin ganz gut. Aber nachher ziehst du sie nicht mehr. Nachher zieht man die nicht mehr. Man könnte dann natürlich noch den Necker ablegen, aber der Necker ist auch gar nicht so schlecht. Und wenn du so zufrieden bist, dann würde ich das ja, ich würde halt ganz gerne ein bisschen mehr Absorb haben. Wir haben das Deck übrigens ein bisschen umgestellt seit dem letzten Mal. Ich überlege, ich packe, glaube ich, nochmal eine Gravehack weg. Eine Gravehack? Gravehack, ja, mit dem Katak. Kann ich mehr leben. Wir müssen anfangen. Der klassische Zug. Ja. Ne, es wäre halt Schwachsinn, Regis am Anfang zu spielen. Macht keinen Sinn. Weil ich will keine Goldkarte am Anfang opfern. Sei denn, der deckt sie gleich auf. Wir hätten nur natürlich nicht mit den Harpien-Eiern anfangen sollen, sondern vielleicht erstmal mit dem Behemoth. Ich habe das Monster Absorb-Deck. Das ist halt immer so das Problem, wenn wir Gwent. Also, wir müssten uns vielleicht mal ein Deck nehmen und das ein bisschen öfter spielen. Dass du da so ein bisschen mehr reinkommst. Ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn du den Behemoth in dem Zug spielst. Ja, gut, aber er hätte jetzt, wenn er die Eier geplatzt hätte, also wenn er jetzt die Eier zum Platzen bringt, mit weiß ich was. Nö, er bringt deine Eier zum Platzen. Will er gar nicht. Warum findet er den Behemoth so schlimm? Der ist schlimm. Findest du? Ich überlege mir, ob man irgendwas hätte, was man mit dem Behemoth da opfern könnte. Ich könnte da theoretisch nochmal zwei... Ich spiele erstmal den. Hopp. So, und jetzt kommen die drei erstmal aus dem Deck. Ich könnte nächste Runde... Könnte ich den Anziehen Elder spielen und könnte die Ratte wegfressen. Du meinst die Kuh. Es ist immer noch ja, eine die Kuh. Die Kuh, ja. Also, ich weiß, es sieht aus wie so ein. Ja, das ist ein Kuh-Kadaver. Mu-Mu-Mu-Ratte. Guck mal, wie der auch guckt so. schon wieder eine Rattenplage. Mist. Jetzt wird es gleich dreckig. Okay, die Frage ist, wie machen wir den jetzt weg? Bei dir würde ich ganz gerne ungern aufgeben. Ich will aber jetzt auch nichts reinspielen und dann zwei Eier verlieren. Wir können natürlich den Anziehen Elder benutzen. Dann ist der halt leider schon mal raus. The gate must be secure. Ja, ja. Und dann würde ich ganz gerne noch einen von den drei abfressen. Der ist jetzt zwar nicht sonderbar stark, sage ich mal, aber ich denke mal, ich werde nächste Runde auch passen. Weil ich denke nicht, dass er jetzt noch irgendwie. Also, er könnte zerreißen spielen, das ist halt doof für die Reihe. Sehr zerreißen anfällig. Ja, die Monster sind wirklich gegen Zerreißen anfällig. Oder gegen, naja gut, Zerreißen trifft die ganze Reihe. Es gibt auch Effekte, die jetzt nicht die ganze Reihe treffen. Er könnte halt auch nur einen Kuhkadaver da reinspielen. Dann werden die ganzen Dreier sterben. Beispielsweise. You best yield now. Okay, er macht allen Schaden. Naja, es trifft uns natürlich härter. Ist jetzt die Frage, wollen wir passen oder wollen wir weiterspielen? Er muss definitiv noch was spielen. Er müsste definitiv noch was spielen. Wir könnten auch natürlich den Neckar spielen, dann würden wir nächste Runde mit dem 8er Neckar starten. Ja, mach doch. Spiel den Neckar noch und dann nächste Runde. Wir dürfen halt nur keinen weiteren Neckar ziehen, aber das denken, sollten wir, denke ich mal, nicht hinbekommen. Vielleicht passt er jetzt auch schon. Ich würde ganz gerne die Runde gewinnen. Ich weiß jetzt nur nicht, ob er uns lockt oder nicht. Die Sache ist nämlich, dann könnten wir nächste Runde safe den Frightener spielen. Diese Runde will es nicht safe sein. Die Frage ist, was er noch alles opfern will. Zerquetscher 1, 2, 3. Das ist definitiv ein Deutscher. Hallo. Zerquetscher 1, 2, 3. Okay, er passt schon. Ja. Dachte ich ja. Mir schon. Okay, das ist aber nicht schlimm für uns. Und du hast jetzt immerhin den Neckar. Wir haben den Neckar. Wir dürfen jetzt den nächsten Neckar nur nicht ziehen.
Nee, haben wir nicht gezogen. Orko ist ganz cool. Und wieder ein Behemoth. Wir haben nur leider nichts zum Absorbieren. Das ist halt so das Problem. Aber das finde ich momentan gar nicht so schlimm. Wir bräuchten halt für die nächste Runde was. Ja. Soll ich erstmal einen Frightener spielen? Oder soll ich mit Regis anfangen? Ich fange, glaube ich, mal mit Regis an. Ich wollte gerade sagen, was bringt dir der Frightener jetzt? Ja, ich ziehe eine Karte. Okay. Ja. Oh, wir wollen den hier snacken. 10 Stärke dazu bekommen, ist nicht schlecht so. Premium. Onward, Sons of Nilfgaard! Hier will ich auf jeden Fall die nächste Runde Orko spielen und dann können wir Orko ein bisschen... Ja... Der wird den wegmachen, weil wir einen neuen kriegen. Aber ich würde den ungerne verlieren, ist die Sache. Dann ich könnte halt die Harpien die Reihe spielen und opfern. Dann würden halt die Eier kaputt gehen. Ich meine, wir haben ja momentan eh nichts so zum Absorbieren. Jetzt erst mal gucken können, was du ziehst mit dem Frightener. Ich will aber Orko, das Orko triggert halt. Naja. I am no love guardian. Okay, er kann seine Fähigkeit normal spielen. I shall be your eyes, my lord. Okay. Wenn wir jetzt noch irgendwas absorbieren, würde er natürlich beide zerstören. Das will ich nicht. Ich opfer mal die Harpien-Eier. Und selbst wenn er... Jetzt hat er nämlich so ein bisschen Limitation. Okay, leider nicht ganz. Weil jetzt kann er nicht überall einen Kuhwerfer noch spielen. Weil wir haben natürlich jetzt in den Reihen die Dreier, die er nicht wegkriegt. Ja. Die Sache ist halt, er müsste auch diese Runde gewinnen. Bei den Foss greift die Lust an. Okay. So schlimm ist das nicht. Spielen wir erstmal den. Ja, mach. Zweiten, ja. Und wir ziehen den Kuhwerfer mal in die Reihe. Ah, wir ziehen natürlich den nächsten Eck. Das ist nicht schlimm, das ist absolut nicht schlimm. Das ist aber ungünstig. Hätte eine andere Karte. Ja, aber wenn er jetzt noch einen Kuhwerfer hat, könnten wir, also wir könnten den Necker jetzt wegmachen lassen. Das ist jetzt kein Verlust mehr für uns, wenn der Necker stirbt. Ja, das stimmt allerdings. Warum in der Reihe? Weil er die drei Dreier wegkriegt und hier wird die durch den Frost sterben. Hier wird die nicht triggern, weil Orko nächste Runde auf die Hand zurückkommt. Stimmt. Hat er so ein bisschen zu spät gespielt. Wir könnten theoretisch, ja, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch kurz was spielen wollen würde, aber müssten wir jetzt sogar schon. Oder wir passen halt und holen uns nächste Runde. Dann haben wir Absorber-Behemoth, wir haben was, was absorbieren kann. Wir könnten uns theoretisch mit Monsternest noch irgendwas zum Absorbieren rufen. Willst du den Necker behalten noch oder willst du ihn noch spielen? Nee, wenn wir ihn spielen, bringt er gar nichts. Auf der Hand bringt er doch auch nichts, oder? Ja, aber... Wenn ich ihn jetzt spiele, verliere ich nur eine Handkarte oder verliere ich noch eine Karte. Ja, ja gut. Dann. Oder soll ich noch spielen? Nee, der wird nächste Runde gebufft so. Selbst der Kuhkadaver wird jetzt auch nicht sofort triggern. Orko wird noch auf die Hand zurückkommen. Es sei denn, er kriegt Orko jetzt weg. Das heißt, wir haben 6 Karten, er hat dann schon mal einen Kartennachteil. Und wir kriegen wahrscheinlich mit GLC Grave Hack. Hoffentlich. Ich kann heute überhaupt kein Englisch. Die Grave Hack. Die Grave Hack, genau. Ja, höchstwahrscheinlich, weil wir ziehen eine Bronze und wir ziehen eine goldene Silberkarte. Das war ihn jetzt wichtiger als Orko? Nee, den kriegt er nicht weg, Orko. Er gewinnt jetzt die Runde, aber er hat natürlich einen Kartennachteil von einer Karte. Das heißt sozusagen, wir können in der letzten Runde unsere Hex spielen, die dann nicht schlecht sich buffen sollte. Okay, wir haben Gerald Igni, den will ich auf jeden Fall behalten. Animiert. Ich würde Orko sogar zurücklegen. Der bringt ja eh nichts mehr. Nee. Oh, das ist gut. Sehr gut. Gerald, der hüpft die ganze Zeit durchs Bild, Gerald. Ja, ich hab den ja animiert gemacht. Ich finde halt immer, also du kannst nichts sagen, aber die animierten Gwent-Karten sind halt wirklich erstklassig. So. Schon ziemlich gut gemacht. Ja. Bumm. Überleg mal, wenn du im Vergleich zu Hearthstone guckst, weißt du, wo sich das ein bisschen wackelt, so hin und her, ist das halt schon wirklich. Ja, top. Das ist schon hochwertiger Gwent, teilweise. So ein bisschen Rumgespieler im Spielfeld, das wäre noch lustig.
Ah, gut, aber es wird halt auch ein bisschen. Ich weiß nicht, was willst du hier machen? Ich kann den hier ein bisschen. Oh. Cool. Wusste ich gar nicht. Kannst du muten? Doch, ich hab's mal gelesen, aber ich wusste nicht, dass man es so machen kann. Na, man könnte vielleicht Eren an einer Seite haben und ihn den Helm abschlagen oder so. Kannst auch hier die Cards Plate gucken. Er will was von uns wiederbeleben. Ja, kann er ruhig machen. Er könnte jetzt noch einen Absorber bei uns wiederbeleben, aber dann haben wir halt Gerald Igni, den wir wegbrennen können. Also, großartig jucken wird's mich nicht. Er hat noch einen von denen. Oh, wir ziehen sogar noch eine Karte. Oh, wir ziehen noch einen Behemoth. Das ist sogar, das ist richtig schnuckelig. Komm her. Nice. Ja, ich glaube, wir haben ihn. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben einen Kartenvorteil. Wir wissen, was wir noch haben. Jetzt schiebt er noch Spione zu dir rüber. Hm? Jetzt schiebt er noch Spione zu dir rüber. Vielleicht ist er sich siegessicher. Nee, der Spion holt einen aus seinem Deck und bufft ihn um 10. Also so schlimm ist es nicht. Die Sache ist, damit er den jetzt nicht wegkriegt, weil es ein Spion ist und der hat bestimmt noch so einen Antispion-Einheit, absorbieren wir ihn einfach. Ja. Der Necker wird noch gebufft. Wir können noch mehr. Also ich glaube nicht, dass wir die Runde verlieren. Okay, die wird sich jetzt die ganze Zeit bei uns hochbuffen, aber schlimm ist es nicht. Ah, es sei denn, er hat Wir hätten die 10er zum Snacken, ist glaube ich sogar das Stärkste, was wir uns holen können. Also snacken wir uns einfach die 10er. Komm, nochmal zwei von denen. Wobei ich überlege, Sport, Mikrophage und Insektoiden. Nee, wir haben leider nichts. Was hat er gespielt? Achso. Ja, siehst du, bringt eh nichts. Mikrophage, nein, bringt alle nichts. Wir könnten sogar noch einen Behemoth spielen. Ich spiel doch noch einen. Dann würden wir uns halt richtig. Waff dich noch hoch, solange du kannst. Ja, wir können halt auch seine 14er Mili-Reihe zerbrennen, so. Eben. Es gibt eigentlich nichts mehr, was er machen kann. Wird er noch ein Brand? Ja. Wirklich jucken tut's mich nicht. So, wir brennen seine 14er weg. Er hat jetzt keine Option mehr. Ich glaube, wir können auch passen. Ich meine, er kriegt zwar jetzt, wenn wir passende 10er Stärke rüber, aber wir verlieren 10 Stärke. Wir haben trotzdem. Nee, unentschieden! Es ist unentschieden, ja. Ich habe vergessen, wir verlieren ja auch die 10 Stärke. Aber ist egal. Jetzt haben wir einen Unentschieden gespielt. Wir kriegen trotzdem beide Punkte. Das ist, ja. Nee, wir verlieren. Okay. Ich dachte so, okay, jetzt sei kein Arschloch und spiel noch eine Karte. Weißt du, du hast zwar eh schon gewonnen, aber ich habe gerade voll vergessen, dass es dann zum Unentschieden kommt, weil er kriegt da 10 Stärke. Was sagt uns das? Immer durchziehen. Ja, vor allem ist jetzt auch so voll schockiert. Er hat, glaube ich, nicht mal ein gut Game gegeben. Er ist so nett. Ist egal. Mein Gott, haben wir einen Punkt verloren. Ist nicht schlimm. Wir sehen uns auf jeden Fall nächste Runde wieder. Bis gleich. Onward! Attack! Gegen Volltest. Okay. Wir spielen nochmal Monster Brawl. I help you. Ja, ist leider ein bisschen ungünstig gelaufen. Wir wollen keine Necker. Wir hätten zuerst mal den wegwerfen sollen. Gerald Igni. Wir haben eine Harpier. Wir haben Okko. Caretaker ist okay. Weeches ist okay. Aber Okko, wollen wir Okko haben wirklich die Runde? Wollen wir Necker haben die Runde? Ja. Wollen wir Jeets? Ja, Jeets brauchen wir eigentlich auf jeden Fall. Aber Jeets zählt momentan keine zwei Goldkarten. Willst du zwei Absorber? Und den Caretaker brauchen wir momentan nicht. Okay. Willst du zwei Absorber haben? Hätte ich jetzt gefragt. Ja. Ja. Der wird wahrscheinlich so ein Sergeant-Buffer sein. Sieht so aus. Die Frage ist, er könnte Deadmold haben und könnte dann. Ja, wobei Deadmold kriegt den Behemoth nicht weg, aber er konnte dann ihn halt so ein bisschen, indem er ihn bis auf einen runterblitzt. Deadmold. Er macht die Eier weg. Nee. Nee, er macht nicht die Eier weg. Okay, ist gut. Vielleicht hat er noch einen. So.
Das mit dem Monsterdeck geht eigentlich mal relativ schnell mit den Punkten. Das Monsterdeck ist, also das Monsterdeck ist, finde ich, auch ein ziemlich simples Deck, aber es ist trotzdem ein ziemlich starkes Deck. Aber ich spiele es einfach nicht so, weil es, ich finde es so langweilig. Ich finde es recht anfällig. Ja, natürlich, es ist auch anfällig. Also Control-Deck wird da schon. Kein okay, Problem. Passt. Jetzt kannst du ihn zwingen. Jetzt können wir ihn zwingen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall Okko spielen. Weil Okko wird jetzt höchstwahrscheinlich triggern. Wir hätten auch noch einen Neckar spielen können, aber es ist nicht so wichtig, weil er kann jetzt gerne einen Neckar wegmachen. Ich würde die Gravehack zurückpacken. Ich hoffe, wir ziehen nicht den Neckar. Ja, weil wir kriegen die höchstwahrscheinlich mit Jill oder zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit, weil wir werden jetzt sowieso noch eine Silberkarte ziehen. Bitte erst Okko. Ich spiele erst Okko. Ich überlege gerade, hat nördliche Königreiche außer Blitzen was momentan wegkriegt? Philippa. Er hätte Philippa noch. Okay, der wird jede Runde jeder Kreatur einen Schaden zufügen und einer Kreatur. Damit sind wir noch safe. Damit sind wir noch, ja. Nicht Okko! Oh, ist genau natürlich Okko. Weißt du, jetzt hat er Okko weggekriegt. Egal. Dieser arme Drache wird immer nur geknechtet. Nimm den Siebener. Ja, die, aber die werden aus dem Deck kommen, aber es ist egal. Ah, die kann er ruhig mitmachen. Dem. Er hat halt nur einen größeren Kartenvorteil, sagen wir so. Pieces priceless. Okay, wir haben nichts, was den wegkriegen könnte, außer Brand später. Was aber eigentlich nicht schlimm ist. Ja, das ist auch nicht schlimm. Das ist ganz gut, dass er den angreift mit der Rüstung, aber jetzt bitte aufhören. Jetzt bitte aufhören. Okay, er will ihn locken. Schick ihn doch erstmal den Spion rüber. Nee, weißt du was? Wir brennen ihn jetzt einfach hinten weg. Stimmt, 20 Stärke. Tschüss. 20 Stärke und die buffen sich nicht mehr gegenseitig. Long live. Ich überlege halt jetzt gerade noch, ob ich vielleicht nicht den Krieger nochmal hier losschicken sollte und der nochmal den absorbt. Und danach den Frightener spielen. Macht das einen Unterschied, in welcher Reihenfolge? Ich könnte auch noch meinen Leader benutzen und könnte die absorbieren. Das könntest du auch machen. Wir haben noch einen Necker am Deck, oder? Ja. Ja, ich glaube, der Leader ist sogar die bessere Karte diese Runde. Den brauchen wir nicht mehr. Den nehme ich mal weg. Und dann kann man den auch wegnehmen. Und wir kriegen noch einen Neckar. Ja, das war's mit dem Absorbieren. Long live, etc. Ich überlege, wenn ich jetzt den spiele, müsste er auf jeden Fall noch eine Karte spielen. Oder ich lasse es, aber ich würde den ganz gerne noch spielen. Ja, nächste Runde nützt er dir nichts. Also schon, aber... Er muss auf jeden Fall noch eine Karte spielen. Ich move den mal weg, dann wird der hier gebufft. Wir kriegen Cut-Card. Die Frage ist auch, ob er jetzt 10 Stärke hat oder 9 Stärke. I killed for less. Ja, er hat genau. Er hat die nächste Runde mehr. Hat er irgendwas? Hat das auf dem Friedhof? 7er Stärke? Wir könnten auch noch den Vren-Krieger spielen. Warum? Ich will ihn halt so ein bisschen rauslocken. Die Frage ist, was passiert, wenn du nicht die Waterhack? Nee, Gravehack. Ja, das ist halt die Sache. Aber was bringt uns der Krieger nächste Runde? Haben noch großartig Sachen zum Absorbieren. Ich glaube nicht. Dann los rein. Das ist halt nämlich so das Problem, was ich habe. Der bringt halt auf lange Sicht, bringt er noch was. Wir haben aber keine lange Sicht. So, und jetzt ziehen wir ihn sozusagen noch eine Karte zu spielen. Und ich glaube, alles...
alles, was er hat, ist halt stärker als die. So, jetzt können wir passen. Jetzt brauchen wir nicht mehr. Selbst wenn wir die Waterhack nicht ziehen, wir ziehen auf jeden Fall den Caretaker. Das heißt, wir können eine Karte von seinem Friedhof retzen. Und er hat ja auch ziemlich starke. Und wir kriegen auf jeden Fall noch einen 10er Neckar. Wollte ich gerade sagen, das war doch noch. So, jetzt hoffen wir mal, dass er anfängt, dass wir die letzte Karte spielen können. Ah, die Harpien. Will ich die Harpien? Nee. Eigentlich nicht, nee. Willst du nicht. What the heck, Hammer. Okay, die ist nicht so toll. I don't wanna die for Temeria. Okay, die ist gar nicht so schlecht. Ich hoffe, dass er kein Gerald Brand oder so hat. Aber selbst wenn, wir fressen mal den Milchbubi hier. Awaiting your orders. Zerreißen. Zack. Bloody non-humans. Okay, wir haben schon gewonnen. Aber ich gehe diesmal auf Runde sicher. Na. Ich habe es vom letzten Mal gelernt. Siehst du, da haben wir so. Okay. Und guck jetzt, zack. Die ist so stark, einfach in der letzten Runde. 20 Stärke und mehr. Hm. Wir hätten 2 Runden gewonnen, hätten wir jetzt nicht die letzte Runde so verschenkt, sage ich mal. Ist egal, ein bisschen war schade gelaufen. Wir kriegen immer noch keinen Rank ab. Also verliert man doch mehr Ranks, als angezeigt wird. Nehme ich auch mal an. Das ist halt, ich glaube, beim Unentschieden verlierst du immer nur 1 oder 2. Aber wenn du verlierst, verlierst du auch so 20. Aber wir haben ja sowieso schon gemerkt, dass das ein bisschen rumbackt. Ja, es backt ein bisschen. Ist auch noch oben Beta. Mein Gott, da kann man jetzt nicht meckern. Das war's damit mit der Folge. Gwent Ranked, Doppelmonster mit einmal Fail. Wir hätten schon Rang 10 sein können, aber mein Gott. Zu Hause nachmachen. Ja, das ist halt so. Da merkt man halt immer, worauf man achten muss, weißt du so. Tja. Wir tun es nur für euch. Für die Leute. Das war's soweit. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir, weiß ich was, spielen. Im Ranked. Bis dahin, haut rein, ciao. Ciao.